Da sind wir wieder. Bist du noch traurig? Jetzt nach dem schönen Moosteil nicht mehr. Richtig. Wir heißen euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video, beziehungsweise zum zweiten Teil dieser Tour. Wir sind jetzt hier noch auf der Straße. Wir sind ja, habt ihr ja gesehen, im ersten Teil, wer den ersten Teil geguckt hat, dass wir in diesem Wald waren, wo ganz zu Anfang dieser Aufreger war. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Dark Angel meinte, da hinten ist eine freie Fläche. Ich würde ja mal fast behaupten, das ist ein Acker. Nee, da ist eine Tribüne. Okay. Guckst du, da geht eine Treppe hoch, Tribüne, da sind auch noch Stühle und da drüben sind noch mehr Sitze. Ist das vielleicht eine Reitanlage? Das kann möglich sein. Und Reitplatz oder was in der Richtung? Guck doch mal hier. Gut, wir können ja mal bis da hinten hingehen und gucken. Und dann sehen wir ja, was da hinten ist. Aber das will ich euch nicht vorenthalten. Mal wieder ein schönes Stück Natur. So. Wir haben uns jetzt wieder hier in den Wald geschlagen. Gucken dann mal, was das da vorne ist. Aber ich denke mal, da kommt man nicht wirklich weiter. Jetzt wie gesagt, das ist so ein Acker oder was? Oder eine Weide. Der Bauer hat da einfach nur seine Gartenstühle hingestellt. Ja, musst du wissen, ob du den Hundemenschen ansprechen möchtest. Vielleicht weiß er ja, an wen man sich wenden kann. Wegen dem Müll da vorne. Denn das lasse ich nicht so stehen. Und das lässt Dark Angel auch nicht so stehen. Es geht gar nicht, sowas. Ja, ist egal dann. Schauen wir uns erstmal hier um. So. Ja, die Birke ist zwar tot, aber die Rinde hier, die, ich glaube, die bringt nicht mehr wirklich allzu viel was, wenn wir die jetzt mitnehmen würden. Außer ein schönes Fotomotiv, das ist richtig. Aber wir sind jetzt fast da, bei diesen Dingenskirchen da. Da schließt sich mir noch nicht, was das ist. Das ist eine Weide, ist das, denke ich mal. Ja, ich sag doch, da hat er sich wahrscheinlich die Gartenstühle hingestellt, oder? Es ist wieder so eine illegale Müllhalde, was weiß ich. Das ist so eine Empore da. Ja, ich denke mal, das ist auch für einen Jäger, ne? Kennen wir uns ja noch nicht so wirklich mit aus. Also falls jemand Ahnung hat, oder sogar Jäger ist. Das ist so ein Hochstand, oder nicht? Hochstand Deluxe. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, da gehen wir mal nicht drauf. Nein, das nicht. Andererseits. Weißt du, woran mich das erinnert? An so eine Bahn. Ja, weißt du, was das ist? Hm? Das ist eine Asika-Bahn. Echt? Ja, klar. Klar, das ist für Asikas. Guck dir doch mal an, da ist doch. Ja, stimmt, Strecke. Eine Strecke. Das ist aber eine alte Strecke, ey. Das ist eine Asika-Bahn, eine alte, verwitterte. Auch nicht schlecht. Dark Angel sucht die Gefahr. Aber pass auf, dass du da nicht. Ja, mein Problem ist, hier ist den Abflug gewesen. Machst. Aha. Denn das ist ganz schön weich, das Holz. Nicht, dass du da stürzt oder was. Nee, lass es einfach. Komm, gib mir die Hand. Denn das ist enorm weich, das Zeug. Da ich hier elfig die Waldfee bin. Richtig. Ja, du musst ja jetzt nicht unbedingt die Knochen kaputt machen, ne? Nee, aber ich habe einen schönen Eingang gefunden. Das ist richtig. Gehen wir mal jetzt in diese Richtung weiter und gucken, was uns da noch so erwartet. So,
hier nochmal diese alte, vergammelte Asika-Bahn aus der Ferne. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ist das ein Lost Place, den wir hier entdeckt haben, ganz zufällig. Ja, nichts Spektakuläres. Nichts Spektakuläres, ja gut. Was heißt nichts Spektakuläres, ne? Besser wie nichts. Hätten wir jetzt nach dem ersten Teil ja nicht erwartet, ne? Nein. Hier geht es wieder moosig weiter. Ja, hier geht es moosig weiter, das stimmt. Trubelheiterkeit. Aber das ist ja interessant, ey. Was man nicht so alles findet, ne? Mhm. Aber mein Highlight war immer noch die Schreinerei in Aalen. Das ist richtig. Hier sind die Bäume auch wieder knorrig gewachsen. Ja, hier sind die Bäume wieder echt knorrig gewachsen, das stimmt. Ich sage, der Wald ist eigentlich super schön. Ja, bis auf das da vorne. Bis auf den Anfangsteil da, den Eingangsbereich. Gott sei Dank war das wirklich auch nur da vorne. Ne? Mhm. Wäre jetzt echt zu traurig gewesen, wenn jetzt hier überall Müll rumgelegen hätte. Ja, dann hätten wir die Kamera ausgemacht, wären zum Auto zurückgegangen und wären mit dem Arsch nach Hause gefahren. So einfach ist das. Und wenn ich Schnaps trinken würde, dann hätte ich mir erstmal einen Schnaps genehmigt. Denn ganz ehrlich, wenn das jetzt hier überall so ausgesehen hätte, wie am Anfang, wie ihr jetzt im ersten Teil gesehen habt, dann würde es dieses Video nicht geben, denn eine Müllhalde könnte ich auch bei uns im Heimatort filmen. Jo. Da haben wir nämlich eine. Aber es ist ja Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Und deswegen seht ihr jetzt dieses Video. Und sogar noch ein paar schöne Ecken. Ja, ein paar schöne Ecken hat's hier. Gott sei Dank. Den hat's richtig umgeworfen. Ne? Oder der Teller schon vermoost ist, liegt ja schon ein paar Tage. Die Krone sieht echt super interessant aus. Ja, aber hier sind auch viele Bäume tot. Oh, der da wackelt wie ein Lämmerschwanz. Ja. Ja, die sind ja alle nicht mehr ganz so stabil, glaube ich. Wir haben jetzt Hürdenlauf. Wir haben Hürdenlauf? Okay. Ja, dann willkommen zu diesem sportlichen Theater. Ja, dann wirst du jetzt gleich mal fein. Nicht wahr? Gerne, ja. Jolly Jumper und dann geht das los hier. Nicht wahr? Und was haben wir wieder? Flugzeugalarm. Aber egal. Das soll uns jetzt nicht stören. Bis gleich. Und was sagen Sie dazu? Hier hinten finde ich es herrlich. Hier hinten ist schön, ja. Das stimmt. Ja, die Straße hörst du jetzt nicht. Es ist wirklich nur der Jäger, der da hinten rumballert. Sonst hörst du hier nichts. Natürlich ein paar Vögel. Ne? Das ist ja klar. Die dürfen ja auch. Die dürfen ja auch, klar. Die wollen auch. Ist schon schön. Richtig. Efeu bewachsene Bäume. Beziehungsweise das, was davon übrig ist, von den Bäumen. Ja, die sind angezogen. Das stimmt. Schaut euch mal diesen Baum da an. Sieht der nicht geil aus? Da musst du unbedingt ein Foto von machen. Dann schauen wir mal. Da kommt jetzt wieder so eine Kreuzung. So eine natürliche. Ob wir dann rechts gehen wollen oder. Denn so wie das aussieht, wenn wir da links gehen. Kommen wir wieder auf den Acker. Kommen wir wieder auf den Acker oder auch zu einem Bauernhof oder so.
Der sieht geil aus. Nicht schlecht. Ja gut, da hinten kommen wir zum Acker. Da müssen wir jetzt nicht lang. Dann gehen wir hier lang. Querwald ein wieder. Querwald ein, ja gut, Querwald ein ist ja schon irgendwie ein Weg hier. Aber wir schauen mal. So, jetzt sind wir wieder auf der Straße. Sind wir eigentlich im großen Kreis gegangen. Macht aber nichts. Wir gehen jetzt hier weiter und gucken mal, ob uns da wieder das heulende Elend entgegenschleicht oder ob wir hier noch ein paar schöne Aufnahmen zustande kriegen. Ihr werdet es erfahren. Definitiv. Bisher sieht es gut aus, ne? Da kommt jetzt, glaube ich, nochmal ein Highlight für dich. Und für die Zuschauer vielleicht auch. Was Rotes. Beziehungsweise was mit roten Akzenten. Ich glaube, das gehört hier normal auch nicht hin. Oder? Im Wald habe ich das auch noch nicht gesehen. Mhm. Normalerweise stehen die mehr bei der Stadt. Ja. Vor allem ist der einzigste hier, ne? Wenn das hier öfter mal vorkommen würde, jetzt nichts drumherum, was so ähnlich ist. Den hat bestimmt einer mal hier ausgesetzt, ausgepflanzt, eingepflanzt. Dark Angel hat eine ganz alte Birke entdeckt. Ja, die gucken wir uns doch nochmal an. Das ist noch eine, ja. Ja, das ist mit der Zeit so. Ältere Birken sehen so aus. Da wird das so richtig knorrig. Ja. So ist das. Es kommt ein bisschen Wind auf. Ja, schon meinen Kopf entkleiden, weil mir die Scheiben dauernd beschlagen sind. Ja, Kopfhörer hat sie jetzt erstmal abgenommen. Ja. Ja, jetzt hast du wirklich nur noch die Stimmen in deinem Kopf, ne? Ja. Die dich ein bisschen ablenken. Die fällige Musik, die hast du jetzt nicht mehr. Die Fellmusik. Richtig. Die hängt am Rettungsring. Ja, ich sehe das schon kommen. Ich darf heute Nacht wieder auf der Couch schlafen. Hast du schon mal jemals auf der Couch geschlafen? Nee. Und dann hat sie mich entweder auf den Balkon gesperrt oder in den Keller oder direkt auf der Straße gelassen. Boah, Lügen ohne rot zu werden kann der Kerl. Was denn? Ich lüge gar nicht. Ich sag immer die pure Wahrheit. Und wie ist der Weg jetzt hier fertig? Ja, müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Jetzt hoffe ich mal, ihr könnt das sehen. Da sind nämlich Rehe. Vielleicht kriege ich die diesmal besser drauf. Näher ich mich jetzt mal ganz langsam. Seht ihr die? Ich hoffe mal, die habt ihr gesehen. Dass die diesmal besser zu sehen waren. Mit der anderen Winkeleinstellung, hier Weitwinkel und so. Ich glaube, das müsste besser zu sehen gewesen sein. Die sind ja jetzt auch hier mitten über den Weg gegangen. Sehe ich ja hinterher beim Videoschnitt. Direkt noch aus dem Augenwinkel gesehen. Ja. Schatzi, schmeiß die Kamera an. Ja. Also wenn das jetzt nicht zu sehen ist auf dem Video, könnt ihr mir trotzdem glauben, das waren jetzt 4 Stück, ne? Ja. 4 oder 5 oder was, ne? Mhm. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Das waren aber noch... Das waren noch wirklich jüngere, ne? Jungtiere, Teenager. Kitze. Ja, aber die waren nicht ganz klein, aber auch nicht ganz groß. So. Sollen wir es mal da versuchen? In die Richtung? Ich würde sagen, wir gehen noch einen weiter. Weil da geht es zu Häuser. Und okay, dann gehen wir noch einen weiter. Ist zwar jetzt hier wieder matschig, weil jetzt haben wir hier gerade keinen Moos. Und das ist hier irgendwie so eine alte Forststraße. Hier nur aus Blättern und Lehm.
und loser Erde besteht, aber... Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Da hinten an dem Asika-Platz, da war das richtig wie Schmierseife, der Boden. Hier hat einer die Reste von seinem Haus entsorgt. Ja gut, da liegen ein paar Ziegelsteine. Ha, gute Frage, nächste Frage, ne? Wir wundern uns irgendwie über gar nichts mehr. Seit dem ersten Teil dieser Tour. So. Hier hat einer seinen leeren Beutel Auftausalz hingehängt. Was natürlich Sinn macht im Wald, ne? Sicher. Einer versucht, ja. Sagen wir mal nichts zu, ne? So, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt wieder da reinkommen. Da vorne ist nochmal so ein Knick. Ja gut, können wir ja mal bis da hingehen und gucken. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht hinfällst. Sonst bin ich traurig, wenn du den Hampelmann hier machst. Ach, eingesaut habe ich mich schon, aber scheiße. Ja, wieder ihre neue Hose. Wieder dreckig. Diesmal zwar nicht am Hintern, sondern mehr so Knöchelbereich. Schienbein. Aber egal. Ja, stört dich nicht mehr, ne? Ich bin nie eitel. Nein. Dafür sind wir auch im Wald, ne? Dass wir dreckig werden. Fragen wir gerade, warum die Straße wieder so nah ist. Ja gut, wir sind jetzt auch schon wieder ein Stück in Richtung Straße gegangen. So, wir rätseln gerade, wo wir sind. Wir haben total die Orientierung verloren. Hast du Angst? Ja, wie verrückt nicht. Aber wir werden schon wieder hier herauskämpfen. Denn da hinten, ganz da hinten, kann ich die Straße sehen. Die seht ihr wahrscheinlich jetzt noch nicht so gut. Aber hören könnt ihr die wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt mal hier so lang gehen, auf die Straße zu. Und dann mal gucken, ob wir unser Auto wiederfinden. Ansonsten muss er zu Fuß nach Hause. Ich laufe bis nach Sassenberg. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da wohnt nämlich unser Sommer-Special-Guest. Richtig. Der BV Benzler. Alias Metal Figo. Alias BV Baros. Und alias Senor. Der Argentinier. Ja. Den lernt ihr auch noch kennen. Auch einen ganz lieben. So, was haben wir entdeckt? Da sind die Windräder. Ich denke mal, da ist glaube ich dann auch wieder dieser Weg, ne? Diese größere Schneise. Dann sind wir doch auf dem richtigen Weg. So, Alex, du musst uns nicht retten. Könnte er eh nicht, dann müsste Dark Angel nicht in den Kofferraum. Ich kriege dafür dann einen schönen Schoko-Cappuccino. Ja, ist durchaus möglich. So, jetzt haben wir hier noch was entdeckt. Kurz vorm Ziel. Und das Pilze oder ist das nur ein Baumstumpf? Also das sah aus der Entfernung aus, als wenn es Pilz wäre. Ist es aber nicht. Ist nur ein Baumstumpf. Und was haben wir jetzt hier gefunden? Ein zweites Exemplar dieser Pflanze da, ne? Mit den roten Beeren. Ja, geh du mal ins Auenland. Aber lass dich nicht von den Elben erwischen, denn die haben doofe Ohren. Aber sieht schön aus, ne? Ich folge dem mal unauffällig. Ach, ich denke doch mal. Die haben sie aber hier abgeladen, denke ich mal. Denn das sieht jetzt für mich so aus, als wenn die nicht hier hingehören. Diese Baumstümpfe.
ja, fühlt sich gut ein, ne? Zumindest, glaube ich, gehören nicht alle hin. Gucken, ob ich hier durchpasse, den Spicken, dann lass mich hier. Ja, dann lasse ich dich hier. Pass ich denn da auch durch? Weiß ich gar nicht. Jetzt spannend. Gerade noch so eben. So bin ich doch noch nicht so fett. Das ist heute Abend auch noch was zu essen. Kriege ich auch noch was zu essen, ja. Was kriege ich denn zu essen? Jetzt sag nicht was Schönes. Pommes, Currywurst, irgendwas. Was? Pommes, Currywurst? Currywurst, echt? Pommes. Kann man doch alles schön machen. Geil. Gucken wir mal, ne? Habt ihr das gehört? Nein, habt ihr nicht. Ja? Ich krieg heute Abend ein Assi-Buffet. Ich bin begeistert. Ihr müsst nämlich wissen, der Darksider ist Currywurst-süchtig. Ja, nicht nur das. Im Grunde genommen bin ich nach allem süchtig, was irgendwie Fleisch enthält, ne? Mettwurst. Dönertasche. Gut, dann erzähl ich jetzt nicht, dass du auch Gemüse isst. Was, Gemüse esse ich auch? Nein. Ich schwöre, ich esse kein Gemüse. Welche Wanderung gemacht? Da ist wieder das Bushäuschen. Stimmt. Da hinten ist das Bushäuschen. So, und hier haben sie vorhin gesägt, ne? Das, was wir gehört haben. Beziehungsweise das, was wir im ersten Teil dieser Tour gehört haben. Also wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, einfach mal reingucken. Und sich zu Anfang kräftig wundern, ne? Ja. Das Stück kommen wir jetzt. Ja, in dieses Stück kommen wir leider jetzt wieder auf dem Rückweg. Beim nächsten Mal sind wir schneller. Ja, machen wir Augen zu und durch. Beim nächsten Mal kommen wir gleich hier hinten hin. Dann müssen wir wenigstens nicht durch den Waldpuff da gehen. Fall nicht. Fall nicht. Sei ehrlich, du willst den Zuschauern nur wieder was bieten, ne? Nein. Ja, aus der Natur haben wir euch nichts zu bieten. Ich hoffe, euch gefällt das trotzdem. Da schwingt Pflanzen auf dem Weg. Ja, die wollen dich. Die wollen nur deinen Körper. Gibt's nicht. So, jetzt kommen wir wieder in diesen müllüberfluteten Bereich dieses Waldes. Und das tun wir euch jetzt nicht nochmal an. Reicht ja schon, wenn wir das im ersten Teil gezeigt haben. Deswegen würde ich sagen, Video ist zu Ende, ne? Dark Angel läuft weg. Sie will sich nicht verabschieden. Sie will sich verabschieden. Ah, so ist das. Ja, ich komme noch mal dahin. Sie will mir noch mal irgendwas zeigen. Was möchtest du mir denn zeigen? Eine Moossenke. Waren wir da nicht eben schon? Nein. Vorhin? Dann waren wir daher. Das ist richtig. Ja gut, das kann natürlich sein. So. Bye bye, ihr Lieben. Genau. Meine Frau hat sich ordnungsgemäß abgemeldet und ich tue das jetzt auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, würde mich freuen. Daumen runter, freut mich im Grunde genommen auch, weil es ja eh egal ist, denn jeder Daumen zählt. Von daher, bis zum nächsten Video. Darksider, over and out.